aber heute finde ich's nicht so geil. Ich mein, wer Schweißbänder aus Modegründen trägt, muss ein klein wenig behindert sein. Behindert sein, behindert sein. Haha, schon wieder nicht getroffen, du Spast. Seid ihr behindert oder versteh ich den Witz nicht? Mann, ich bin dankbar für jedes Gespräch, egal wie behindert und nervig es auch war, ist okay. Mann, aber wen kümmert, ist gleichermaßen behindert. Na also, hab ich wieder recht gehabt. Du sagst, mein Album wird gut, lass uns wetten. Spastik, Spastik, Spastik. Was modebewusst, du bist ein Spastik. Und das ist sehr behindert, was auch immer das heißt. Ich speichere deine Musik bei iTunes unter behinderte Scheiß. Dieser Text ist extrem krass behindert. Bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das so find. Sehen zu können, dass manche meiner Fans halt Spasten sind. Spaß, Spaß, Themawechsel, Themawechsel. Faust schreibt, im Anfang war die Tat und nicht das Wort. Ist mir jetzt nicht ganz klar, was das heißt. Denn ich kenn da so ein Wort, das aus Buchstaben besteht. Es beginnt mit BE und endet mit hindert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was dieser Faust gesagt hat, dann Sinn macht. Was ist behindert? Ein Mensch mit einer geistigen oder körperlichen Einschränkung? Oder heißt es nicht sowas? Und ist das dann die Tat? Und das Wort kam dann danach? Oder wie läuft das? Und warum zum Teufel hat das Wort dann eine andere Bedeutung? Ich bin verwirrt, ich dachte, er hat gesagt, das Wort hinge von der vorausgegangenen Tat ab. Ist viel zu kompliziert, das geht doch simpler. Wenn das die Aussage ist, ist der Satz voll behindert. Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spast. Diskriminierung ist behindert. Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spast. Diskriminierung ist behindert. Manche Leute bezeichnen andere als Spasten. Und damit meinen sie wahrscheinlich meistens in keiner Weise Menschen, die an Spastizität leiden. Solche würden sie wahrscheinlich nie als Spasten bezeichnen. Was ist denn da die Tat und was die Bedeutung? Kann man dann behindert sagen oder ist es trotzdem nicht cool? Sie meinen, wenn man schwarz ist, dann hat man das Recht drauf, das N-Wort zu sagen. Heißt, wenn ein geistig oder körperlich beeinträchtigter behindert sagen würde, dann wäre das anscheinend nicht verkehrt. Und wir dachten, unsere Generation sei aufgeklärt. Man hätte aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Das waren Sexisten, Schwulenfeinde, Rassisten und wir korrigierten später ihre Ansichten. Wer weiß, ob unsere Kinder dann nicht irgendwann sagen werden, dass unsere Ansichten behindert waren. Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spaß. Diskriminierung ist behindert. Oh yeah, Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spaß. Diskriminierung ist behindert. Alles ist irgendwie behindert. Keine Arbeit finden ist behindert. Defekte Fahrstühle sind behindert. Langweilen beim Arzt im Wartezimmer ist behindert. Auf der Straße angestarrt werden ist behindert. Medikamente jeden Tag nehmen ist behindert. Sprachtherapie beim Logopäden ist behindert. Mit einem Gendefekt geboren werden ist behindert. Asperger-Syndrom haben ist behindert. Ein Leben im Rollstuhl ist sowas von behindert. Ja, okay, das klingt vielleicht behindert. Aber ich mein ja behindert. Nicht im Sinne von behindert. Hast du gerade Schwuchteln gesagt? Ja? Das sollte nicht schwulenfeindlich sein. Ich meinte es eher im Sinne von schwach. Warum sagst du dann nicht schwach? Naja, zum Beispiel sage ich ja auch Scheiße statt Mist, verstehst du? Hat mehr Power, ist einfach die Schimpfwortsteigerung von schwach. Nein, ist es nicht. Das ist ein typisches Hasswort, das Homophobie fördert. Damit werden Schwule ganz fies abgekanzelt. Also, du kennst mich. Ich habe für eingetragene Lebenspartnerschaften gestimmt. Dann sag lieber nicht Schwuchtel. Tu ich nicht. Ich spreche damit ja keine realen Personen an, besonders keine, die homosexuell sind. Und damit ist das dann gut? Ja, das würde ich sagen. Also moralisch habe ich damit wirklich keine Probleme. Solange es niemanden direkt bezeichnet, ist das okay? Nehmen wir mal an, ich nenne meine schwarze Geldbörse von jetzt an Nigger. Schatz, hast du meinen Nigger gesehen? Ich kann meinen Nigger nirgendwo finden. Und ich meine den teuren. Okay, ich werde dran arbeiten. Danke.